Willkommen zurück, liebe Leute, zu Pokémon Rote Edition. Non, 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 wir müssen Relaxo einsetzen. So ungern ich das auch momentan tue, weil ich muss ihn jetzt wieder heilen. Und das ist natürlich wieder so ein Act. Aber erstmal werfen wir nur Asthma. Weißt du was? Ich heile ihn nicht. Ich will was probieren. Also wir schauen uns erstmal hier auf der Ebene um. Und dann gehen wir in den Teleporter rein. Hallo! Hallo, du da, hallo. Neue Pokémon. Heißt es nicht in diesen Laboratorien? Laboratorien? Labors klingt so blöd. Muss ich ehrlich sagen. Labors klingt blöd. Okay. Ich verschwende auch keine Tränke. Oh, wow. Oh, ah, jetzt hat. Mit Tackle kannst du gerne zuhauen, wäre wurscht. Ah, das ist schon weniger cool. Mir fällt übrigens gerade ein. Ah, jetzt hat. Oh, alles gut, hab nichts gesagt. Ah, jetzt kommt auch natürlich der Donnerschock, der mich ärgern will. Au. Aber hey, ich hab 2 Tränke gespart. Ehrlich, 2. Ganze Tränke gespart. Es ist auch Level 36. Jetzt wow, ich hätte es mir einfach voll sparen können. Hallo, Rihorn. Go, Rihorn. Hallo. Babub. Babub. Baboom. Das überlebt auch kein Schmoggon. Wenn Schmoggon hier gerade drauf geht, trinke ich mal einen Schluck. Na, no, lecker. Mm. Kaffee, so gut. Oh, ein Smogmog. Hallo, ich Smogmog. Schmeckt mein Erdbeben. Übrigens noch 6 Level, bis Rihorn zu Rizeros wird. Ich freue mich so sehr auf diesen Angriffsboost. Und auf den Speed, also ein bisschen mehr Speedboost. Oh mein Gott, freue ich mich. Oh mein Gott. Und ein Magnewilo. Ein Wido. Magnewido. Beam. Wie einfach Erdbeben viel zu OP ist. Wie einfach Erdbeben zu OP ist. Fucking Erdbeben. Findet du das was? Ich werde euch alle vernichten. Ich werde euch vernichten. Sind jetzt alle eigentlich... Ah ne, Glurak ist ja 38. Also müssen noch alle 2 Level Ups kriegen. Oh mein Gott, das ist... Oh, ich bin richtig. Moment. Und jetzt schaut, schaut, schaut. Magie. Boom. Jetzt steht er da. Aber ich kann den Portal vorbei. Ich hörte ein Kind, läuft im Gebäude herum. Ich dachte, ich wäre Doom. Aber ich winde nicht. Das Kind ist einfach wirklich da. Und ich setze einen Arbok ein gegen sein fucking Leon. Ich räume mich gerade minimal, weil... Erdbeben. Ja, sehr. Wie einfach, wie läppisch Erdbeben hier noch aussah. Und wie es jetzt in der 6. Gen aussieht. Ich muss halt ehrlich sagen, übertrieben riesiger Unterschied zu damals, von damals zu heute. 37, toll, jetzt habe ich schon meinen Rihorn wieder ausgenutzt. Toll. Schlucht aus. Okay. Aber, look at this. Yes. It is extra kühl. Ich mache so, ich möchte jetzt mit Aquana kämpfen. Ich habe keine Lust auf nochmal Relaxo. Da. Jetzt gehen wir nochmal kurz hier rein. Klatschen den Hobel um. Ich habe den Hobel schon umgeklatscht und bin hier nie reingegangen. Bin ich völlig kacke im Kopf? Bingo! Der Typ hat die Türen geregelt. Nice. Item schnappen und so, jetzt dürfen wir alles nochmal ablatschen. Was ist TM9? Was? Du dachtest, hier gibt es nur Dings ab dem Bodycheck. Okay. Ach, gab es hier nicht auch noch Risikotackle? Heißt beide normal Recoil-Attacken? Ich glaube, es gab die wirklich.
ein Brotein. Das Brotein kriegt von mir mein Rahainon. Weil Relax hat so genug und ich wieder auch genug und die anderen beiden, alle anderen brauchen das nicht. Glur lernt hoffentlich bald seine Feuerfeuerattacke. Seine Feuerfeuerattacke, Attacke, Feuerfeuerattacke. Du kämpfst? Was? Wer hat denn das Kind reingelassen? Ich finde es schön, wie, wie die damals schon noch versucht haben, so ein bisschen Scherz reinzubringen mit diesen langgezogenen Wörtern. Aber das war's dann auch. In der sechsten Challenge gibt's Kämpfen. K-E-M-F-E-N. Kämpfen. Willst du kämpfen? Nämlich auch so. Hm. Oh, danke. Free Hit für mich. Oh mein Gott, Patimos, du siehst sehr weird aus. Irgendwie. Du kriegst halt voll den Wasserstand zwischen die Augen. Ja gut, ne? Das war dein Pantimos. Und hier kommt dein Kadabra. Let it rip! Problem ist, Kadabra wird beim Surfer nicht draufgehen und ist es schneller. Wollte ich auch gerade alles sagen, aber hey. Kadabra ist verdammt schnell gemacht. Das verwirrt mich natürlich. Mann! No! Da kommt natürlich in die Konfusion anstatt ein Psystra nochmal. Ist ja nicht so, als würde der Psystra mehr Schaden machen. Nee, wurscht. Wayne! Wayne! Fuck this shit. Fuck this shit. Ja, okay, tschüss. Ja gut, tschüss. Dann hau halt ab. Warum habe ich jetzt eigentlich nochmal Surfer gemacht? Ich hätte einfach Ruck-to-Keep machen sollen, dann wäre ich eh schneller gewesen. Na ja, wurscht. Ist ja eh nichts passiert. Hallo, Jongleur. Tschüss, Jongleur. Nein, das Kind hat mich bewegt. Das Kind hat nichts in der Luft zerrissen. Wollte nur mal merken. Achso, er passt auf die Typen hier auf. Warum steht hier eigentlich Jongleur, oder was? Ein Eindringling mischt das die Brocken auf. Das bist du, oder? Yeah. Ich misch die mal auf. Also ich nehme alle Leute und setz die Wonders hin. Das nenne ich mischen. Das nenne ich aufmischen. Okay, hi. Ein Kind im Gebäude, das musst du sein. Ach, nee. Das muss ich sein? Bist du dir sicher, dass ich es bin? Ne? Aguana hat gerade ziemliche Vorteile. Blebstrahl. Ich wünsche mir immer noch, dass ich den Heilraum finde. Langsam mal. Langsam wird es nämlich ätzend. Ein Sand am Meer. Gab es nicht so eine merkwürdige Aussage für Sandama? Irgendwie Sandamer? Irgendwie sowas? Manche Leute sagen anscheinend Sandamer. Da ist er verloren! Ja, gut, Rip. Irgendwie, keine Ahnung, ich kann mir das gar nicht richtig gut vorstellen, dass Leute Sandamer, also ich hab mir sagen lassen, dass das wirklich so heißt. Ich kenne es nur unter Sandama. Nicht unter Sandamer. Schwertanz. Kann es jemand lernen rein? Klurak. Schwertanz, Schlitzer, Sweeps. Stelle ich mir böse auf. Das stelle ich mir richtig brutal vor. Super mal Schwert tanzen, Schlitzer, dead, alle tot, alle weg, alle drip, rip, 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 rip. An die da unten gab's ja nichts. Stimmt. Oder? Hier gab's was, stimmt. Haha. Ich lasse euch frei. Ich lasse euch alle frei. Hallo. Hier ist es ja gefährlich, du wirst mich nicht retten können. What? Es wäre fatal, wenn das die Brocke die Silzko oder unsere Pokémon übernehmen würde. Das Team Rocket ist hinter dem Eisauer her, mit dem man jedes Pokémon fangen kann. Alter, du bist so ein Spoiler-Rarina. Ein Glück habe ich als Kind niemals mit irgendwelchen Leuten gesprochen, deswegen wusste ich nicht, dass es den hier gibt. Hab mich halt umso mehr gefreut, dass es den hier dann gibt, ne? Ich bin schon ein dummes Kind gewesen. Aber hey, ich habe mir die Freude nicht nehmen lassen. Dann habe ich mit allen gesprochen. Im Nachhinein, falls es noch ging. Wow, eins, okay, zwei, nicht so okay, der gut, der okay. Gabi Bloss braucht, also. Gesu ist gestiegen, die Gesu ist gestiegen. Ja.
Dankeschön. Du, um 2. KB Plus hat um 2 erhöht. Krass. Spoderman. Hier war, ach stimmt, hier habe ich ja das Ding bekommen. Hups. Noch eins runter. Ich will mich hier umschauen und irgendwelche Frauen verhauen. Was? Nein. Würde ich nicht tun. Ich möchte übrigens da drüben hin. Habe ich das gerade richtig gesehen gehabt? Da möchte ich hin, oder? Nee. Doch, da möchte ich auch hin. Einfach um die Sachen zu holen. Aber ich möchte... Oh mein Gott. Top-Beleber, oh gut, wie gut. Fluchtseil, wie gut. Einfach praktisch. Ein Hyperheiler, nehme ich gerne. Ist oben noch was. Da steht ein Dude, der gibt mir auch was, oder? Psst, siehst du nicht, dass ich mich verstecke? Doch, aber hey, ich rette dich, du Vogel. Ey, ich versteck mich, hau ab. Ja gut. Dann gehen wir wieder hier rein. Und porten uns. Ich suche einfach nur jetzt die ganzen Türen ab, also. Ah, hi. Schön. Na, muss ich jetzt nicht nutzen, oder? Nee. Ah, hier war ich auch schon. Hi. Tschö. Oh, hier. Hier sieht es danach aus, als könnte ich jemanden verbrühen. Nee, ich kann hier niemanden verbrühen, weil den habe ich schon verhauen. Oder? Du bist schon kaputt. Warte mal, ich hätte mir das komplett sparen können. Wow. Game Freak Troll. Troll Mode. 100%. 100%. Oh, ist das der Raum, wo ich hin wollte? Yes! Endlich! Oh, komm, Baby. Lass mich schlafen. Du bist müde aus. Komm, ruh dich kurz aus. Gib nicht auf. Wow. Gib mir einfach einen Schmatzer und ich kann so... Nächster. So ungefähr hat sich das gerade angefühlt. Oh, yeah, man. Ich kann heilen. Aber hier drüben gibt es noch was, oder? Nee, doch. Vielleicht. Schade. Leider nicht. Dann verbrühen wir jetzt den Hobel hier. Hallo Hobel. Der Pokémon scheint dich sehr zu mögen. Na klar. Na klar. Na klar. Was hast du Schönes? Kamato. Oh yeah. Mal schauen, ob ich noch alle auf 37 gehe hier drin. Aber ich glaube nicht, 38, dass ich die 38 noch schaffe. Okay. Ich bleibe ganz ruhig. Errege mich nicht auf. Und schreie auch niemanden an. Warum benutze ich meine Pokéflöte? Bin ich ein blöder Idiot oder bin ich ein blöder Idiot? Hätte. Übrigens. Wusstet ihr schon, dass in der ersten Challenge so war, dass die NPC-Trainer, also jetzt wie zum Beispiel der Typ gerade, wo ich kämpfe, Level 37, wuhu, und 150, ja, okay, ist gut. Wow, guten Schlag, please no. Dass wenn ihr eure Eingabe gemacht habt, der Gegner dann erst seine Eingabe macht. Heißt, wenn ihr tauscht, dann hat er auf diesen Tausch predicted, wartet, was rauskommt und setzt dann was sehr Effektives ein. Rein theoretisch, also war meistens so. Fand ich interessant, das habe ich auch erst letztens mitbekommen. Dass Gen 1 da relativ asozial war. Also minimal. Also, wenn du einen Pikachu draußen hast, setzt auf den Flugpokémon und denkst dir, okay, jetzt hat sie ganz der Ruckzuck gemacht, um irgendwas zu machen. Kommt aber höchstwahrscheinlich der Donnerschock.
ist ziemlich arschig. Möchte man gesagt haben. Chain 1 minimal asozial schwer dann. Also ist nicht schwerer geworden irgendwie. Ich merke keinen Unterschied. Es ist halt ein bisschen knackiger bei den Kämpfen wahrscheinlich. Ich habe mich jetzt einfach nochmal. Aber ich glaube, ich weiß, was im nächsten Raum jetzt dann gleich passieren wird. Hallo, ich bin aus, komm ruhig aus. Ja, guck, Combo, Bombo, ja. Hallo. Oh nein. Hallo, ich wusste es doch nicht, okay. Ich habe dir vielleicht dem Rocket, die siehst kurz, halt zu wenig. Dem Rocket zahlt was? Er kann das nicht mitmachen. Ich will das Geld. Fuck it, ich kann mit Pokémon rumlaufen. Ich kann immer versagen und krieg trotzdem viel Geld dafür. Oh, RIP Aquana. Oh. Was? Warte mal. 200 Stärke, es halbiert die Verteidigung. Oder war das nur Explosion? Ich weiß es nicht. Trotzdem, gehen wir davon aus. Verteidigung halbiert. 200 Stärke. 32 Schaden. Okay. Okay, ich sag dazu ja nicht mehr. Aquana ist schon 37. Bin ich behindert? Ich lasse die ganze Zeit Aquana weiterkämpfen. Ist ja schon 37. Nein! Stärke los! Los, Stärke, do it! Boom! Oh boy. Oh wow. Eisbilder vergiften ist uncool. Warum hatte der Typ eigentlich plötzlich dessen Forscher und hat einen Smogmog? Die ganze Zeit haben sie Voltoball und man sieht, du hast mich erwischt. Das hat der eine Typ hier. Der eine hat einen Smogmog. Der eine. Weißt du, der eine. Suddenly, einfach so. Hallo. Gib mir einen Kluscher. Und weiter geht's. Next. Schau mal. Wo der richtige Teleporter ist, den ich brauche. Oh, hallo. Überrang. Finde ich gut für Relaxo. Im Kampf ist der relativ praktisch. Wo bin ich jetzt gelandet? Hallo. Hallo. Bist du ein... Ich war auf der ganzen Ebene noch nicht. Okay. Hätte ich auf, uns zu nerven. Oh, wow. Das ist eine Ansage. Es tut mir leid. Aber ich habe so viele Erfahrungspunkte. Ich habe Aquana noch vorne. Yep. Nice. Nice verschwendete Erfahrungspunkte. Also halbierte. Oh, wow. Los, Relaxo. Okay. Das wird wehtun. Ist ausgewichen. Na klar. Flintstär und Volltreffer. Okay. Energiefokus. Und trotzdem. Ja gut. Oh Gott. Ich hoffe, das habt ihr nicht gehört, wie mein Kiefer gerade wieder schön geknackt hat. Ist gut, Leute. Ist gut. Der Damage muss jetzt nicht so extrem sein. Amnesie, finde ich super, ist alles gut. RIP Hypno. Okay, aha, okay, Radikal, nochmal, alles gut. Beam. Das war Radikal. Okay, Laxo hat das einfach nur gut überstanden, weil er so viel Leben hat. Ich gebe auf. Ja gut, wir werden uns im nächsten Part die Ebene angucken. Oh Gott. Angucken. Und ich würde sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Das heißt, Pokémon Rote Edition. Bis dahin, tschüss!